dass ich hier die Möglichkeit habe, auf dieser Geburtstagsveranstaltung etwas vielleicht doch eher Wissenschaftliches dann vorzutragen. Unter dem Titel die Zeitschrift des VDÜ als Fundgrube für translationshistorische Forschung. 1971 berichtet Werner Koller in zwei Heften der VDÜ-Zeitschrift Der Übersetzer sehr ausführlich über die Anfänge der Übersetzungswissenschaft als Teilbereich der Linguistik. Koller stellt dort die neuesten Theorien zur, Zitat, Modellierung des Translationsprozesses vor, bei der, Zitat, ein Translator die Umkodierung vollzieht, es kann sich um den Menschen oder die Maschine handeln. Das Translat schließlich ist das Produkt der Translation. 1971 in ihrer Zeitschrift. Bei solchen Formulierungen mögen 1971 manchem Leser des VDÜ-Monatsheftes die Ohren gejuckt haben. Dass das Literaturübersetzen die neue Wissenschaft von der Translation eher nicht interessierte, hat Werner Koller allerdings auch bereits den VDÜ-Mitgliedern verraten. Denn es heißt bei ihm, die Übersetzung ist ein linguistisches Phänomen, mindestens was pragmatische Texte anbelangt. Die literarische Übersetzung wird als Kunst aus der linguistischen Theorie ausgeschlossen. An dieser Ausschließeritis hat die Translatologie lange festgehalten. Mit dem literarischen Übersetzen hat sie sich nur selten in einer Weise befasst, die von Literaturübersetzern als Einladung zum Gespräch hätte angenommen werden können. 1984 im November-Dezember-Doppelheft schreibt Rosemarie Tietze, Mascha, damals mit Holger Fließbach für die Redaktion verantwortlich, Zitat, unter Übersetzern genießt die Wissenschaft vom Übersetzen keinen besonders guten Ruf, denn leider kommt sie nicht selten auf derartigen Wortstelzen daher, dass jeden, der mit Sprache arbeitet, das schiere Grausen packt. Oder wir werden vom Katheder herab belehrt, wie wir zu übersetzen hätten. Da geht man lieber wieder an den Schreibtisch und tut es unbelehrt. So Mascha Tietze 1984. Ich höre Zustimmung. Als ein zentrales Charakteristikum der Wissenschaft in Beschäftigung mit dem Thema Übersetzen möchte ich hinweisen, wir finden durch Jahrzehnte zahllose von Linguisten, Literaturwissenschaftlern und Translatologen geschriebene Bücher und Aufsätze, in denen es um Übersetzungen geht, jedoch nur höchst selten um Übersetzer, also um jene, die all diese Übersetzungen geschrieben haben. Eine Übersetzung schreiben, das würde im Schulaufsatz wahrscheinlich als grober Fehler, als unidiomatisch bzw. als Kollokationsverstoß rot angestrichen. Übersetzungen werden im Deutschen angefertigt, gemacht, erstellt, vielleicht sogar erarbeitet, aber nie und nimmer geschrieben. Geschrieben wird ausschließlich Eigenes, ein Brief, ein Aufsatz, ein Gedicht, ein Roman. Was ist also da bereits in unserer Sprache bis in die Nomen-Verb-Beziehung hinein fest verankert? Es ist der Primat des Originals. Und es ist diese Fixierung auf das Original und seinen Schöpfer oder Urheber, der genau zeitgleich mit dem Aufkommen des Originalitäts- und Urhebergedankens die Übersetzer in die Unsichtbarkeit gebracht hat, in die Invisibilität. Das ist indes ein historischer Prozess, der bereits zwei Jahrhunderte vor der Gründung des VDÜ begonnen hat. Wenn Sie Titelblätter aus dem 17., 18. Jahrhundert anschauen, da steht der Übersetzername oben und der Autor steht ganz weit unten. Für all diese Aspekte also ist die VDÜ-Zeitschrift eine Fundgrube. Das beginnt mit der Prosopographie, also der Zusammenstellung einer Namensliste, wer in den letzten 7 Jahrzehnten überhaupt als Literaturübersetzer in Erscheinung getreten ist. Aufschlussreich für einen ersten Einblick in das jeweilige translatorische Oeuvre sind in der Zeitschrift regelmäßig veröffentlichten Nachrufe. So traurig der Anlass ist, so wichtig ist das oft als einziges Dokument, wo mal versucht wird, zu zeigen, was hat dieser Mensch eigentlich im Laufe seines Lebens alles übersetzt. Ja? Natürlich als Wissenschaftler muss ich beachten, dass diese Textsorte, genau wie die vielen schönen Laudationes, natürlich einen Nachteil haben aus wissenschaftlicher Sicht. Sie sind einfach hagiografisch ausgerichtet. Ja? Das sind Lobreden eben, ja? Heiligengeschichten. Und sie haben natürlich nicht die Funktion, einen nüchtern kritischen Blick auf das Leben und Werk dieser Person zu richten. Ein letzter Aspekt. Bei meinen ersten Heftarchivrecherchen
zu der Gruppe von professionellen, freiberuflich, hauptberuflichen Literaturübersetzern stieß ich auch auf Berichte von Leuten, die vor 1989/90 in der DDR vom Übersetzen leben konnten. Sie wurden nach der Wende auf die Achterbahn der freien Marktwirtschaft geschleudert. Manche, wenige, wie viele, wer weiß, manche haben sich dort behaupten können und sind beim Literaturübersetzen geblieben. Sie haben sich im VDÜ engagiert und dann auch an dessen Zeitschrift mitgewirkt, etwa Christa Schünke oder auch jemand wie Andreas Tretner. Gerade beim leidigen Ost-West-Thema hatte ich beim Stöbern im Archiv den Eindruck, dass in der nunmehr gesamtdeutschen Übersetzerzunft ein Maß an freundschaftlicher Kollegialität existiert, das man auf anderen Feldern unseres konkurrenzgetriebenen Kulturbetriebs so ausgeprägt nicht findet. Aber vielleicht ist das bei mir auch nur ein Wunschdenken oder mangelnde Vertrautheit mit der Szene. Summa, das Archiv der Zeitschrift namens der Übersetzer bzw. Übersetzen enthält reichhaltiges Material, aus dem sich Bausteine für die einzuschreibende Kulturgeschichte des Literaturübersetzens von etwa 1950 bis 2020 gewinnen lassen. Der Dank des Translationshistorikers dafür gilt den mehrere Generationen umfassenden Redakteurinnen und auch hin und wieder Redakteuren der Zeitschrift und heute insbesondere jenen, die für uns all das Material in einem digital frei zugänglichen und über Register- und Suchfunktionen sehr gut erschließbaren Archiv zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte versprechen, dass dieses Archiv eifrig genutzt werden wird. Immer wieder von vorne anfangen müsste, hilfreich zu werden. Die Arbeitserfahrungen, die eigentlichen Früchte der Arbeit, der von der Streu gesonderte Weizen, würde jeweils in der rechten Weise ausgesiebt werden. Eine strenge Auslese der Körnchen, die unumgänglichen Wortbildungen oder übersetzten Neologismen, würden dem Lexikographen zur Speisung des elektronischen Französisch-Deutschen oder Deutsch-Französischen Sprachspeichers angeboten, um dafür immer dann, wenn Wörterbücher keinen Rat mehr geben, ganze Reihen von Äquivalenten mit Kontextbeispielen abrufen zu können. Wir wissen, dass Übersetzer schändlich unterbezahlt werden. Geben Verleger und Lektoren manchmal zu. Aber der Kuchen ist nun mal nicht größer. Dass jeder Kuchen nur eine bestimmte Größe hat und nur einmal verteilt werden kann, wer weiß das nicht. Aber wer bei der Teilung immer nur die Krümel bekommt, nachdem die anderen sich satt gegessen haben, lässt sich von den Gesättigten nicht gern über die Größe des Kuchens belehren. Schon gar nicht, wenn die Argumente gedreht und gewendet werden, wie es gerade passt. Nämlich steht so, dass der Übersetzer dabei leer ausgeht. Dieses Buch wird sich voraussichtlich nicht gut verkaufen. Mehr als 18 Mark pro Seite können wir Ihnen dafür nicht geben.
Der Autor bekommt auch nicht mehr. Da darf der Übersetzer also Autor sein und am Erfolg partizipieren. Oder aber? Ja, dieses Buch wird wahrscheinlich ein Erfolg. Aber wir bekommen für erfolgreiche Bücher ja auch kein höheres Gehalt. Sagen die Lektoren. Schon ist der Übersetzer einer der ihren und hat mit dem Grundhonorar zufrieden zu sein. Kurz, ob der Übersetzer sich als Autor oder als Verlagsmitarbeiter fühlen darf, hängt vom voraussichtlichen Erfolg des Buches ab. Bei Flops ist er Autor, bei Bestseller die Mitarbeiter. Ehrlicher wäre es doch, einfach zu sagen: Wir haben es nicht nötig, den Kuchen gerecht mit dir zu teilen, weil hinter dir 20 andere stehen, die es für die Krümel tun. Aber Ehrlichkeit gilt hierzulande als Unfall. Ausflüchte sind gefragt. Wenn Sie doch wenigstens etwas fantasievoller wären. Hier eine kommentierte Auswahl. Der Verlag muss schon so viel für die Rechte bezahlen. Ehrensache, dass der Übersetzer da was zuschießt. Das ist Ihr erstes Buch für uns. Das sind schon die 50 Bücher bei anderen Verlagen. Unsere Honorare sind schon spitze. Sie sind höchstens der Gipfel. Der Titel kommt als Taschenbuch und die sind bei uns besonders knapp kalkuliert. Und warum wird das nicht beim Hersteller eingespart? Es arbeiten bei Anthologien so viele Übersetzer damit. Deren Gesamthonorar macht offenbar mehr als die Summe der Einzelhonorare? Bei H. im Konkurrenzverlag wird noch weniger bezahlt. Was wollen Sie? Fragte der Straßenräuber. Mein Kollege würde Ihnen noch viel mehr wegnehmen. Ein höheres Übersetzerhonorar wäre ungerecht gegenüber dem Autor, der auch nicht mehr bekommt. Sprach der Lektor und verzichtete aus dem gleichen Grund auf die Hälfte seines Gehalts. Mehr zahlen wir grundsätzlich nicht. Das sieht natürlich jeder ein. Wir haben Leute, die es noch weniger tun. Wenigstens ehrlich. Wir würden Ihnen ja gerne mehr zahlen, aber aus optischen Gründen geht das nicht. Sehe ja wirklich hässlich aus. Und weil es bei jedem Wettbewerb einen Sieger gibt? Sie haben doch einen Mann, der Sie ernährt. Kein Kommentar. An Beate Frauenschuh, dafür, dass wir heute hier feiern durften, an einem Samstag, wo Personal hergeholt werden muss, wo so viel zu tun ist, wo eigentlich schon die Bibliothek geschlossen hat. Vielen herzlichen Dank.